Moin in der großen kleinen Bahn. Ich bin mal wieder unterwegs zu einer Veranstaltung, die ich eigentlich heute mit Zug fahren wollte, also weil die findet im Leipziger Hauptbahnhof statt. Aber ja, ich bin eben heute auch die Umweltsau und fahre mit dem Auto, weil ich noch einen anderen Weg habe, wo ich was transportieren muss und deshalb doch nicht mit Zug. Ja, das Museumsgleis auf dem Leipziger Hauptbahnhof habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ich müsste da jetzt in der Infocard sein, wie man das so neudeutsch nennt. Ja, die haben heute so ein kleines Event. Ich weiß nicht, was mich erwartet, also was da stattfindet. Ob da jetzt die Blaskapelle auf dem Bahnsteig steht, ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Und schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Was soll ich sagen? Die Blaskapelle war nicht da. Ja, also aus meiner Sicht bin ich nicht so der Freund der Blasmusik, Gott sei Dank. Außerdem hätte ich ja da ein Video gehabt. Gut, ich habe den Ton jetzt hier ja eh abgedreht. Ja, das Ganze war leider von ein paar Problemen überschattet meinerseits. Also das eine war, wir waren in zwei Loks. Also einmal hier in dieser E04 und dann in der E44. Und die Aufnahmen von der E44 kann ich leider nicht finden. Die weiß ich nicht, ob ich die versehentlich gelöscht habe. Oder ob ich auf den Auslöser drücken wollte, es aber nicht getan habe. Also ich habe keine Ahnung. Problem Nummer 2, ich habe ja hier quasi wie so eine Führung gekriegt. Also ich gehe jetzt hier in die Lok und habe sehr, sehr wenig Ahnung, was da hier zu sehen ist. Was natürlich ein bisschen schade ist, denn ich könnte euch das ja jetzt alles erklären, aber das kann ich eben nicht. Ich hatte dann, na, wie so eine Führung. Allerdings war das hauptsächlich dann in der E44 der Fall. Hier sind wir so mehr oder weniger wortlos durchgelaufen. Und ja. Ja, dazu kam noch, dass der Kollege, der mir hier also wirklich sehr fundiert erzählt hat, was es hier mit auf sich hat, noch minderjährig war. Das heißt, ich hätte seine Eltern eigentlich fragen müssen wegen irgendwelchen Persönlichkeitsrechten. Deshalb ist er weder im Bild noch hier zu hören. Wobei, wie gesagt, hier war sowieso nicht so der... hier haben wir sowieso nicht so viel geredet. Habe ich eigentlich mehr geredet als er. Ja, was wir hier sehen, schwierig. Also das wird ja wahrscheinlich ein Lüfter sein. Hier unten müsste dann einer der drei Fahrmotoren, ne, die hat ja drei angetriebene Achsen, zwei Laufachsen, also eine vorne, eine hinten und drei angetriebene Achsen. Als Flachland-E-Lok hat das auch völlig ausgereicht. Die, sagen wir mal, etwas kräftigere war ja dann die E17, die dann vier angetriebene Achsen hatten, die dann im Bergland, also damals in Schlesien und in Bayern im Einsatz war. Ja, so weit, so gut. Da sind wir schon eigentlich fast am Ende des Videos angekommen. Also das ist heute mal ein sehr kurzes Video. Ich möchte trotzdem für die Aufmerksamkeit danken. Ich weiß auch nicht, wann da wieder so ein Event ist. Also ich habe da leider, ich bin da direkt eingeladen worden, weil ich ja das andere Video gemacht habe. Was ich sehr toll fand. Und ja, ich hoffe, dass beim nächsten Mal ich das vielleicht eher unter die Leute bringen kann. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht mal dort treffen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht was draus.